Zum Frühstück das beliebte Nutella-Toast oder doch das Vollkornmüsli? Der Mensch isst, was er isst. Ein Satz mit deutlich mehr Bedeutung, als man zu Beginn glauben mag. Darauf bezieht sich auch das Video unseres heutigen Gastes. Dr. Karl Herbert Schäfer ist Vizepräsident für Forschung und Transfer an der Hochschule Kaiserslautern sowie Professor im Fachbereich Informatik und Mikrosystemtechnik. Hallo, Herr Schäfer. Ja, hallo. Wie ich eben auch gesagt habe, der Mensch isst, was er isst. So lautet eben auch der Titel Ihres Videos, mit dem Sie sich beim Videowettbewerb Fast Forward Science 2019 beworben haben. Dabei haben Sie es in der Kategorie Scitainment unter die Finalisten geschafft. Was hat Sie denn dazu bewogen, sich dort zu bewerben? Also ich bin selbst da gar nicht drauf gekommen. Im normalen Berufsalltag gehen so Dinge schlicht an einem vorbei. Aber wir haben natürlich auch Referate, Mitarbeiter, die genau nach solchen Sachen gucken. Das ist eine Referatsmitarbeiterin, die dann letzten Endes auf mich zukam und gesagt hat, das wäre doch toll, wenn wir da mitmachen würden. Und wir haben angefangen, unsere Projekte, die wir an der Hochschule haben, im Videoformat sozusagen umzusetzen. Also wir haben ein neues Format eingeführt, Forschung kompakt, wo wir Ergebnisse von Projekten in 3 Minuten darstellen wollen und damit einfach tatsächlich eine größere Resonanz in der Gesellschaft erreichen wollen. Ja, weil normalerweise weiß man ja gar nicht, ich weiß nicht, was Sie wissen, ob Sie wissen, was wir so alles tun. Ja, und dann ist das natürlich schon eine tolle Sache, wenn man jemanden damit erreicht. Jetzt konkret diesen Film zu machen, das war zunächst gar nicht in unserer Absicht. Wir wollten halt weiterhin bestimmte Projekte abdrehen und dann hat sich das ergeben, dass da eine Deadline genaht ist und wir haben uns überlegt, machen wir das noch und haben dann sehr kurzfristig uns entschieden, das zu tun und haben diesen Film da in einer knappen Woche dann durchproduziert. Also dann auch unter gutem Zeitdruck. Ja. Ja, und Ihr wissenschaftliches Forschungsgebiet befasst sich ja mit dem Darm und der Früherkennung und Therapie neurodegenerativen Krankheiten wie eben Parkinson oder Alzheimer, dann eben auch über den Darm. Und dann wollte ich von Ihnen wissen, warum ist es denn für Sie wichtig, diese Funktion einem breiteren Publikum näher zu bringen? Also wir beschäftigen uns konkret mit dem Darmnervensystem. Allein das ist schon vielen Menschen überhaupt nicht bewusst, dass der Darm ein eigenes Nervensystem hat. Ja, dass also hunderte von Millionen von Nervenzellen da im Darm lokalisiert sind und dafür sorgen, dass der Darm so funktioniert, wie er funktioniert. Mhm. Unter der Kontrolle des Gehirnes, oder nennen wir es vielleicht nicht Kontrolle, nennen wir es Modifizierung. Und wir wissen halt heute, dass alles, was wir tun, was wir essen, also was im Magen-Darm-Trakt landet letzten Endes an Nährstoffen, an Giften, an aber auch Bakterien. Sie wissen, dass wir eine ausgeprägte Darmflora haben. All das beeinflusst zunächst einmal das lokale Nerven- und Immunsystem im Darm und darüber hinaus über verschiedene Schienen, ja, wir nennen das die Hirn-Darm-Achse, wird auch das Gehirn davon beeinflusst. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Sache. Und wenn ich einfach weiß, dass tatsächlich das, was ich esse, in vielerlei Hinsicht auch meine Gesundheit beeinflussen kann, dann überlegt man sich vielleicht schon mal, ob man das eine oder andere dann wirklich isst. Ja, das haben Sie ja jetzt auch schon ein paar Themen genannt, die auch in dem Video vorkommen. Schauen wir es uns doch am besten einfach mal an. Thank you.
machen Sie denn jetzt hier? Ich meine, wo kommen Sie her? Sie kommen wegen des Videodrehs. Bisschen früher, aber meine Professoren, ich meine, die schlafen normalerweise schon ein bisschen länger. Wenn Sie schon mal da sind, dann können Sie auch einen Kaffee nehmen. Schwarz, Milch gibt es keine. Bitte schön. Wollen Sie mit frühstücken? Ich hätte hier Vollkornmüsli und Toastbrot. Aber Sie wissen schon, ne? Ich meine, der Mensch isst, was er isst. Gute Wahl. Da fällt mir ein, irgendwo habe ich ihn auch. Da ist er. Der Spruch ist nicht von mir. Ludwig Feuerbach. Ein Philosoph, besser gesagt ein Gastrosoph. Ein Philosoph, der sich viel mit Gastronomie beschäftigt. Wenn der Mann wüsste, wie recht er hat. Aber dazu später. Zuerst wird man gefrühstückt. Und ich brauche da immer etwas Herzhaftes. So, auch ein Stück. Hier ist noch Gehirn. Kein Problem, das können wir entfernen. So, bitteschön. Keine Angst, das Gehirn ist weg. Das ist so wie hier. Sehen Sie? Um nachvollziehen zu können, dass Essen nicht nur einfach heißt, Nährstoffe in sich reinschaufeln oder Hunger stillen, ist es durchaus sinnvoll, das hier zu verstehen. Das ist nicht nur Naturdarm, das ist ein Stück Darmwand mit einem intelligenten Geheimnis. Und das erschließt sich nicht dem unbewaffneten Auge. Dazu braucht man ein Mikroskop. Gut, dass ich weiß, wo eins steht. Folgen Sie mir. Der Darm ist kein kleines Organ. Er ist beim erwachsenen Menschen zwischen 5,5 und weit über 7 Meter lang. Aber noch beeindruckender ist seine Oberfläche. Aufgrund der Oberflächenvergrößerung hat der Darm eine Gesamtfläche von weit über 32 Quadratmetern. Aber der Darm ist nicht nur ein einfaches Rohr, sondern eine komplexe Abfolge von einzelnen Funktionseinheiten. Darf ich vorstellen? Unser Verdauungstrakt. Beginnen müsste man eigentlich hier oben mit dem Mund und den Zähnen. Hier sieht man die Speiseröhre, Magen, der gesamte Dünndarm schön aufgeknäuelt, damit das auch alles Platz hat. Der Dünndarm geht über in den Dickdarm. Und da unten hängt so ein blindes Teil dran, der Plinter. Nicht das, was da unten da ist. Das ist das, was immer rausgenommen wird vom Chirurgen, die Appendix. Hängt am Blinddarm dran, hat aber mit dem Blinddarm sonst nichts zu tun. Aufsteigender, querverlaufender, absteigender Dickdarm und dann geht es hier wieder raus. Und jeder Teil hat seine eigene Aufgabe. Im Magen wird der Speisebrei aufgeschlossen teilweise, dann wird er hier weiter enzymatisch aufbereitet, im Dünndarm aufgenommen und letzten Endes wird im Dickdarm die Flüssigkeit entzogen. Und was dann rauskommt, okay, das brauche ich nicht zu erklären, das kennen Sie selber. Aber damit noch nicht genug. Der Darm ist nicht nur ein Verdauungsorgan, sondern gleichzeitig Heimat für eine komplette Bakterien-WG. Unsere Darmflora oder wie man neudeutsch sagt, das Mikrobiom. Je nachdem, was wir essen, verändern wir nun die Zusammensetzung dieser WG. Einmal füttern wir quasi unsere Freunde und einmal unsere Feinde, weil sich beide von unterschiedlicher Nahrung ernähren, dementsprechend unter unterschiedlichen Bedingungen wachsen.
Wir essen und trinken jeden Tag Dinge, die uns am Leben erhalten. Aber interessant ist, dass das, was wir heute essen, nicht mehr so viel zu tun hat mit dem, was wir früher gegessen haben. Nehmen wir das Wasser zum Beispiel. Wir hören immer mehr von Pestiziden im Grundwasser, Nitrate, Hormone. Alles Dinge, von denen man ja nicht unbedingt will, dass man die unkontrolliert aufnimmt. Und was ist mit den Lebensmitteln, die wir heute essen? Immer mehr Menschen essen Fertignahrungsmittel. Statt frisch zu kochen, Gemüse. Und wir wissen gar nicht, wie viele unterschiedliche Substanzen in diesen Fertignahrungsmitteln drin sind und wie die alle miteinander zusammenwirken. Und da kommen die heutzutage und schreiben auf ihre Fertigsuppen drauf, alles Naturstoffe. Da frage ich mich, was war denn da vorher drin? Und ich meine, wenn alles, was wir essen und trinken, irgendwie mit unserer Gesundheit zusammenhängt, mit der Anzahl der Krebserkrankungen, mit der zunehmenden Anzahl von Demenz, von Allergie, von Autoimmunerkrankungen, dann müsste man da schon mal genauer drüber nachdenken. Der Mensch ist, was er isst. Ja. Ich hatte vorhin Gehirn und Darm in einem Satz erwähnt, Sie erinnern sich sicherlich. Ich möchte jetzt gerne mal erklären, was das mit dieser Wursthaut zu tun hat. Max, das ist Max. Max ist ein Wissenschaftler hier in unserer Arbeitsgruppe. Max ist Darmspezialist. Max, wir wollen das mal anschauen. Mit dem Mikroskop, das ist hervorragend. So, machen wir mit Fluoreszenz, das ist sehr schön. Jetzt gucke ich mal, wir haben... Wir können da jetzt noch nicht alle durch das Ding reingucken, deswegen können wir ja mit unserer Kamera das direkt hier übertragen. Schauen wir mal. Ah, wunderbar. So sieht es aus. Ja? Ein schönes Netzwerk von der Wursthaut. Können wir noch mal einen Schritt größer machen, Max? Ja, ich klicke mal da. Ah ja, super. Jetzt sieht man hier solche Knotenpunkte, wir nennen das Ganglien. Ja? Das sind einzelne Nervenzellen drin mit Fasern, die da in der Muskulatur sind. Wir haben beim Menschen mehrere hundert, vielleicht 600, 700 Millionen Nervenzellen im gesamten Darm, von vorne bis hinten durchgehend. Das ist eine ganze Menge. Und das hat einige Leute, einige Wissenschaftler in unserem Fachgebiet dazu veranlasst, zu sagen, wir sprechen hier vom zweiten Gehirn. Jetzt sage ich aber, das ist nicht das zweite Gehirn, sondern das erste. Schauen wir uns mal ein etwas primitiveres Wesen an. Zum Beispiel Süßwasserpolypen. Diese Tierchen haben zwar bereits ein Darmnervensystem, aber kein Gehirn. Ganz klar, das Darmnervensystem war in der Evolution bereits vor dem Gehirn vorhanden. Also Bauchhirn, erstes Gehirn, Kopfhirn, zweiter Platz. Sehen wir uns das doch mal im Detail an. Dann sehen wir, dass die Nervenzellen nur durch ganz wenig Zelllagen vom Darminhalt getrennt sind. Also von den Bakterien, den Vitaminen, Spurenelementen, all das, was man da so reinschluckt. Da liegt es doch auf der Hand, dass alles, was da reingeht, auch irgendwie das Darmnervensystem beeinflusst, oder? Und nicht nur das, das Darmnervensystem und der Darm insgesamt haben offensichtlich eine direkte Verbindung zum Gehirn. Sie kennen das auch, Schmetterlinge im Bauch, Bauchgefühl, ja? Viele Redewendungen drehen sich um diese direkte Verbindung zwischen Bauch und Gehirn. Und wissenschaftlich reden wir tatsächlich von der Brain-Gut-Achse. Und letzten Endes liegt es doch dann auf der Hand, dass bestimmte Erkrankungen, insbesondere des Nervensystems, auch gerade das Darmnervensystem betreffen. Neurodegeneration, schönes Wort. Alzheimer, Parkinson. All diese Erkrankungen betreffen auch den Darm, das Darmnervensystem. Und wir haben vor einer ganzen Reihe von Jahren angefangen, uns damit zu beschäftigen. Im Ernst also, der Darm wird dement. Und bei dem ganzen Hype um das Darmnervensystem sollten wir natürlich die Darmbakterien nicht vergessen. Wir hatten das schon mal erwähnt, ja? Die Rolle, die spielen. Also wir wissen heute, dass diese Bakterien für eine ganze Reihe von Krankheiten verantwortlich sind für Situationen, ja, dafür, dass Menschen dicker werden, dass sie Diabetes bekommen, dass sie
vielleicht in irgendeiner Form nervöser werden, intelligenter, vielleicht sogar schöner. Naja, für alles können wir die Dinger wahrscheinlich nicht verantwortlich machen. Aber ich glaube, für eine ganze Reihe von Erkrankungen, da spielen die sicherlich eine zentrale Rolle. Wenn ich so an mein Studium zurückdenke, das war komplett anders. Ich kann mich erinnern, ich war als junger Student in einem Praktikum bei der Tante eines Freundes, Tante Hildegard. Sie hatte eine Praxis in Oberammergau. Tante Hildegard war immer schon ein bisschen schräg und sie hat Dinge getan, die andere Leute nicht getan haben. Sie hat damals schon Patienten mit Bakterien behandelt. Und ich sag dir eins, einmal ein Antibiotikum genommen in deinem Leben und deine Darmflora ist hin. Hätte ich an meiner damaligen medizinischen Fakultät erwähnt, dass ich irgendwo Patienten Bakterien verabreiche, damit man irgendeine Krankheit beeinflusst, man hätte mich zwangsexmatrikuliert. Heute macht das jeder. Es ist hip. Jede Elite-Universität studiert das Mikrobiom und seine Auswirkungen. Und das ist natürlich auch gar nicht so blöd, weil es tut ja was. Manche Bakterien produzieren zum Beispiel Wirkstoffe, die direkt auf das Darmnervensystem oder das Nervensystem insgesamt wirken. Serotonin, schon mal gehört? Glückshormon. Ja? Es gibt Bakterien, die produzieren Serotonin. 95% des ganzen Serotonins im Körper kommen wovor? Im Darm. Okay, nicht nur wegen der Bakterien. Da gibt es auch andere Zellen, die das produzieren. Aber das heißt, Depression ist Darm gemacht. Ja? Also, es ist durchaus angebracht, sich über diese Sachen vertieft Gedanken zu machen. Der Mensch ist, was er ist. Was sind also unsere Take-Home-Messages? Tatsächlich mehrere, zumindest mal zwei. Erstens, können wir vielleicht durch die adäquate Ernährung, Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Allergien, wir hatten das vorher schon erwähnt, verhindern, vielleicht zumindest abschwächen. Das wäre schon mal ein Riesenfortschritt. Zweitens, wir wissen, dadurch, dass Darmnervensystem und Gehirn miteinander verbunden sind, können wir vielleicht bestimmte Erkrankungen des zentralen Nervensystems, die vielleicht sogar im Darm anfangen, wie Parkinson und Alzheimer, früher diagnostizieren, durch eine Darmbiopsie. Hätte man sich früher nicht vorstellen können. Ja? Wir machen eine Routineuntersuchung und sagen, okay, der Patient bekommt mal Alzheimer. Wie verhindern wir das? Wir geben ihm das Richtige zu essen. Okay, wir wissen noch nicht genau, was das ist, aber daran arbeiten wir. Und das ist das Ziel der nächsten Jahre. Das heißt, was sollten Sie tun? Öfter mal wieder selber kochen. Vernünftige Nahrungsmittel nehmen, weniger Fertigprodukte und das Leben kann wunderschön sein. Nicht vergessen, der Mensch ist, was er ist. Schön. Was ist denn die Kernaussage Ihres Videos? Die Kernaussage ist, dass alles, was in den Magen-Darm-Trakt gelangt, letzten Endes unser Dasein, unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden, die Lebensqualität jetzt, also spontan, aber auch langfristig beeinflussen kann. Zum Guten und zum Schlechten. Genau. Und wer hatte denn die Idee dazu und wer hatte das Skript gemacht von dem Video? Gut, die Idee kam dann natürlich von mir, weil das sind die Sachen, die wir machen. Das ist sozusagen meine tägliche wissenschaftliche Arbeit. Insofern war es naheliegend, dass wir in dieser Hinsicht was tun. Und einige der Ideen, die da drin sind, habe ich natürlich in Vorträgen verwendet, bei der Kinderuniversität, um das auch
Kindern anschaulich zu machen. Das Skript haben wir gemeinsam geschrieben mit der Jessica Weyer, also die dafür auch verantwortlich zeichnet. Ich habe das thematisch vorgegeben, logischerweise. Sie hat Sachen ergänzt und wir haben dann zusammen auch mit den Kollegen, die dann letzten Endes die den Film gedreht haben, diskutiert und umgesetzt. Mhm. Und wie lange hat es denn gedauert, das Video zu erstellen? Also Sie haben ja schon erwähnt, dass es dann innerhalb von einer Woche dann getan war. Und haben Sie dann von morgens bis abends gedreht oder? Also es war wirklich eine Sache. Wir haben, als wir uns entschlossen haben, das zu machen, das war irgendwann Donnerstag, Freitags in der Mensa, dann haben wir uns so gesessen und diskutiert. Und ich habe dann übers Wochenende was zusammengeschrieben, ein grobes Konzept, das war noch relativ kurz. Und weil die Beiträge für dieses Format in der Regel länger sind, hat dann die Frau Weyer noch einige Fakten, einige Dinge mit reingeschrieben. Und dann haben wir uns montags nochmal getroffen, zu viert, und haben dann beschlossen, dass wir dann den Tag danach drehen. Und wir haben uns dann Dienstag 13 Uhr getroffen, haben von 13 Uhr bis 22 Uhr gedreht. Und das war's an Dreh. Und danach war meine Arbeit zum großen Teil getan. Aber die anderen haben dann, also insbesondere halt dann die beiden Kollegen, die für das Technische verantwortlich waren, haben dann letzten Endes, also Lukas Mohr und Moritz Krenner, haben die den ganzen Rest erledigt, was natürlich eine Menge Arbeit war. Also Schneiden, die Animation zu erstellen. Wir haben uns dann zwischenzeitlich nochmal kurz abgestimmt, auch nochmal uns angeschaut, den Rohschnitt. Mhm. Und die Arbeit, die da reingesteckt worden ist, das war schon gigantisch. Ja, also insbesondere von den beiden Jungs, die dann Tage und Nächte lang da gesessen haben, um das umzusetzen. Montags war ja dann Abgabe, das war also knapp eine Woche Zeit, also ein bisschen mehr. Und wir haben auch an dem Montag nochmal diskutiert, uns getroffen, die Situation bis dahin angeschaut. Und letzten Endes wurde dann der Film, ich glaube, Viertel vor oder 20 vor 12 Mittag, also abends dann nachts hochgeladen. Also kurz vor knapp, just in time, aber mit einer wirklich spektakulären Gruppenarbeit, das muss man einfach sagen. Mhm. Und wo kann man denn jetzt als Interessierter für Ihr Video dann abstimmen oder voten? Also das kann man entweder über unseren hochschuleigenen Forschungskanal, Forschung Kompakt, mhm. Das oder direkt bei den Finalisten von Fast Forward Science einloggen und dann sollte man entweder, natürlich nur wenn es einem gefällt, liken, noch besser ist ein Kommentar, weil jeder Kommentar doppelt zählt. Ja, und ich nehme mal an, Sie haben die Möglichkeit dann auch die YouTube-Adresse einzublenden und dann kann man das ja dann entsprechender gucken. Okay. Vielen Dank an Sie, Herr Schäfer. Ja, gern geschehen. Verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. Ja.